Hallo Matthias, willkommen mal wieder hier bei mir. Ja, es war Produktronika. Und wo wir schon mal auf der Ecke sind. Hast du gesagt, kommst du vorbei, was mich sehr freut. Denn du möchtest heute mal gern ein paar Dinge über den Fume Tractor erfahren, weil ihr den ja bei Elektor jetzt auch mittlerweile im Shop drin habt. Und du einfach gesagt hast, oh, Hannes, erzähl mal was drüber. So, die erste Frage ist, wie kommt man auf so eine Idee? Also ich habe ja klassischerweise früher immer, wie glaube ich jeder Hobbybastler, diesen großen schwarzen 30, 40 Euro Lüfter, 120er Lüfter mit Aktivkohlefilter vorneweg, mit 230 Volt Steckdose dran. Weiß nicht, ob du so einen mal gehabt hast. Ich war zu geizig dafür, ich habe alle PC-Lüfter genommen. Oder so, genau. Man nimmt dann den Aktivkohlefilter vorne irgendwann raus, weil dann saugt das Ding vernünftiger und so weiter. Den habe ich immer am Tisch gehabt. Und ich habe den quasi immer hier hinten stehen gehabt. Und er war quasi nie angesteckt, weil was hat man am Schreibtisch nicht? Man hat keine freie Steckdose. Mhm. Und gerade die 230 Volt Steckdosen, die sind halt schon sehr rar. Ich habe ganz viele Mehrfachsteckdosen und meistens sind sie immer alle leer, alle voll. Mhm. Quasi alle, also die freien Plätze sind leer. Mhm. Und so war es halt auch mit dem Lüfter. Ich habe halt lieber Lötkolben und eine Ostsee und ein Netzteil und was auch immer angesteckt. Und der Lüfter hat halt immer ein Kaltgerätekabel gekriegt. Wenn ich ihn mal wirklich mit viel Löten gebraucht habe, habe ich halt irgendwas anderes ausgeschickt. Das war nie ein Kabel da. Also hat man nicht genommen, also brauche ich mal so einen Lüfter auch nicht. Ich habe ja sehr viele Lötworkshops, die ich auch halte, gerade auf den ganzen Make-Affairs, Make Munich, Make-Affair Berlin, Hannover. Und wenn man da halt so die Kinder beim Löten zuguckt, man merkt halt echt, der Rauch vom Löten, wenn man lötet, durch diese thermische Wirkung vom Lötkolben, die warme Luft steigt hier hinten hoch. Der Rauch geht halt immer ganz automatisch ins Gesicht und die Kinder atmen das ein, ich atme es ein. Man kriegt einfach damit nachweislich Probleme. Es gibt natürlich genügend Leute, die behaupten, oh, ich löte aber schon seit 60 Jahren, verbleit und ohne Absaugung und ich lebe immer noch, aber deswegen muss es ja nicht gut sein, nur weil Leute das überleben. Und es gibt einfach diese Probleme und ich habe gesagt, wenn ich jetzt so eine Absaugung habe und ich nehme es nicht her, dann brauche ich es nicht. Und warum nehme ich es nicht her? Es ist ein Kabel dran, sie ist groß und unhandlich. Also habe ich gesagt, gut, mache ich was Kleineres, Handlicheres. Habe also mit Version 1 mal angefangen. Ich hatte auf jeden Fall einen kleineren Lüfter drin. Der hat auch ausreichend gut abgesaugt, hat aber eine unangenehme Geräuschkulisse gemacht. Dadurch, dass er relativ schnell dreht, ist er so wie bei den Quadrocopter, so ein elendes Pfeifen, das man eigentlich nicht haben will. Es war Version 1, die hat es damals als Vollausbau quasi nur gegeben mit USB-Ladung. Ich habe damals schon USB Typ C mal vorgesehen gehabt bei der ersten Version. Habe es aber wieder rausgeworfen, weil das nur zu den Anfängen war, wo das noch nicht lötbar war. Da hat die Technologie noch keiner gehabt. Mittlerweile hat es Würth Elektronik zum Beispiel, dass die wissen, wie man die Dinger vernünftig lötet. Das gab es damals noch nicht. Deswegen habe ich es wieder rausgeworfen. Der Akku war hier direkt zwischen den Platinen verbaut und die Ladespule für den WPC war direkt unten auf den Boden geklebt. So hat das damals ausgeschaut. Habe das Ganze relativ lang entwickelt. Ich habe, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren mit der ersten Version angefangen. Das ging echt ewig lang, bis da mal eine Version rauskam, die mir auch gefallen hat, weil ich bin da schon sehr detailverliebt, sage ich es mal. Also das muss schon so sein, dass ich sage, jetzt gefällt es mir. Also ich packe das nicht zum Kunden raus und sage, jetzt kauft es mal und dann warte ich ab, bis der Kunde die ersten Feedbacks gibt und dann mache ich die zweite Version so, dass sie auch gut funktioniert. Sondern ich bin da sehr detailverliebt. Ich will einfach, dass das Ding gut funktioniert, einigermaßen gut aussieht. Ich meine, es ist ein Holzgehäuse, da hat man halt einfach seine Grenzen. Und ich will halt auch, dass das Ding vom Kunden vernünftig zusammengebaut werden kann. Wenn man jetzt mal so von der Version 1, die du eben in der Hand hattest, so... Also die Version 1, man sieht es, die Platine ist noch kleiner, das war noch alles, es war einfach alles noch interessant. Also das war nur von der ganzen Platinenform her, sah das noch anders aus. Was ich damals allerdings schon hatte, waren unten die Testpunkte, die jetzt ja bis zur aktuellen Version durchgezogen wurden. Aktuell sind wir bei Version 1.6. Da haben sich einige Dinge geändert, wie eben zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich mache das Ganze modular. Mein Gedankengang war nämlich, ich mache Teilbestückungen. Der Kunde kauft eine Version mit USB, der Kunde kauft eine Version mit USB und Akku oder der Kunde kauft eine Version mit USB, Akku und Funkladen, Wireless Power Charging. Wenn man dann aber von der USB zu USB Charge Variante wechseln will, hätte man diese Chips nachlöten müssen und
ist nicht jedermanns Sache. Das QFN hat 0,5er Pitch, das ist schon etwas schwieriger. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, eigentlich wäre es total cool, wenn man die Dinger einfach nachstecken kann. Mhm. Dann hat der Kunde seine Platine, kann schon mal damit loslegen. Und wenn er irgendwann nach ein, zwei Jahren merkt, boah, so ein Akku wäre schon ganz cool und praktisch, dann kauft er das Modul nach, lötet die Buchsenleisten rein, öffnet den Lötjumper, steckt die Platine auf und hat dann ganz automatisch USB-Charge mit dabei. Das heißt, ich kann irgendwann einfach mit der Basisversion anfangen. Und genau. Wenn ich meine, ich will mehr, ich kann es einfach nach dem Stück nachstecken. Genau, genau so wie auch zum Beispiel das LED-Licht modular. Bei euch ist es mit dabei in eurer Version. Ja. Bei der Ehio-Version gibt es den nackt, man muss LED-Licht extra dazu kaufen. Auch das LED-Licht, alles vorbereitet schon auf der Grundplatine drauf. Der Transistor, alles ist schon komplett vorbereitet drauf fürs LED-Licht. Man kann es also jederzeit, wenn man möchte, nachrüsten. Außer man wirft die Kabel weg, die man vom Lüfter abschneidet, dann braucht man nochmal zwei Kabel, weil das waren quasi die überschüssigen Kabel vom Lüfter, wird quasi alles mitverwendet, dass man da sich nicht Gedanken machen muss. LED-Licht eben auch stufenlos verstellbar in der Helligkeit. Ganz praktisch, wird eigentlich so gut wie immer dazu genommen, weil man hat einfach, wenn man es jetzt hier anguckt, mal einfach Licht zum Löten. Mhm. Es ist deutlich einfacher und angenehmer zu löten. Es sind tageslichthelle LEDs, warmweiße LEDs. Ja, was die wenigsten aktuell noch im Hinterkopf haben, das Ganze ist ja mal als Kickstarter-Kampagne versucht anzulaufen. Genau, ich habe das mit einer Kickstarter-Kampagne beworben, habe quasi auch, ich glaube, 60-70% schon erreicht gehabt von dieser Kampagnenkosten, die ich so hatte, und habe es dann aber wieder eingestampft, weil ich einfach mittlerweile kein großer Fan mehr bin von Kickstarter. Es ist zum Teil eine ziemlich linke Plattform, muss ich jetzt mal ehrlich gestehen. Da es gibt ganz viele verschiedene Arten von Projekten. Es gibt Projekte, die sind auf Kickstarter und sind dann sofort schon ein Projekt, das Kickstarter-Team cool findet. Mhm. Und das findet zum Beispiel total, wie kann das sein? Da guckt man die Richtlinie, dann heißt es, ja, wenn ein Projekt sehr gut anläuft, wenn ein Projekt sehr toll ist, sehr innovativ ist, dann kann es mal passieren, dass das Team von Kickstarter sagt, boah, das ist ein cooles Projekt. Mhm. Das kann aber nicht passieren im Moment, wo das Ding schon online geht, dass das sofort als cooles Projekt gekennzeichnet wird. Da weiß man einfach meiner Meinung nach, dass da anfangs schon relativ viel Geld Richtung Kickstarter geflossen sein muss, damit die das überhaupt machen. Mhm. Denke ich mal. Oder es gibt ganze Marketingfirmen. Sobald man ein Kickstarter-Projekt reinstellt, kriegt man erstmal 20 E-Mails von Marketingfirmen. Hier wirf Geld rein, dann machen wir Werbung für dein Projekt. Es gibt sogar Firmen, die sagen, ja, wir haben hier einen Pool von 100 Leuten, die kaufen das Ding, wenn sie dann pro Teil wieder 20 Euro Cashback kriegen. Und so pushen sich halt diese Kickstarter-Projekte rauf. Und das finde ich halt keine ehrliche und faire Art und Weise, ein Projekt zu präsentieren. Es gibt wahnsinnig coole, tolle Projekte. Ich habe auch schon einiges bei Kickstarter unterstützt, weil einfach sagt, das ist ein cooles Projekt. Aber man muss bei Kickstarter schon sehr viel Geld so rein buttern von vornherein, und ich will nicht das Ding 30% von Haus aus teurer machen, weil ich 30% Marketing für Kickstarter einplanen will. Deswegen habe ich irgendwann weggegangen von Kickstarter, habe es dann im Shop angeboten, habe im Shop quasi für alle, die bei Kickstarter dabei waren, einen Gutscheincode bei Kickstarter rausgeschickt, dass die den um 20% oder was günstiger gekriegt haben, irgendwie sowas um den Dreh war es, und habe dadurch quasi von Kickstarter auch sehr viele Kunden auf den Filmtrechter gekriegt. Ich habe die ja weltweit verschickt, die gingen nach Australien, die gingen nach Amerika, die gingen wirklich Russland, die waren komplett überall verteilt, die Dinger, wo die durch Kickstarter halt hingegangen sind. Da hat man eine sehr gute Reichweite. Was bei Kickstarter auch gab, war quasi die Special Supporter Edition in PMMA, also quasi die erste Version in etwas größer, einfach für spezielle Leute, die mich halt unterstützen wollten, gab es da eine limitierte Auflage von 20 Stück. Ich glaube, 3 oder 4 Stück wären noch verfügbar. Einfach zu einem höheren Preis in Plexiglas, dass man halt sieht, was drin ist. Gerüchteweise hast du einen davon. Mhm. Nummer 3. Ja, war auch mit auf der Prototronica. War auch mit auf der Prototronica, habe ich gesehen, genau. Standardmäßig kommt der Fumtrack auch mit 2 Filtern. Also man hat einen Ersatzfilter auch nochmal mit dabei. Man kann 3er-Packs von den Filtern nachkaufen, relativ günstig. Also da kriegt man immer alles nach, da muss man keine Angst haben. Und wo du eben gerade so über Kickstarter, sag mal, dich ausgelassen hast, was würdest du Leuten mitgeben, die irgendwie trotzdem ein Crowdsourcing betreiben wollen?
Leute, die trotzdem Crowdsourcing betreiben wollen. Ich habe mir mal eine andere Plattform angeguckt, die es in Deutschland gibt. Eine Berliner Firma, mir fällt der Name gerade nicht ein. Die wäre vielleicht mal zu empfehlen für gerade lokal hier im Dachraum, hätte ich gesagt. Ansonsten, man kann es natürlich mal, es kostet ja nichts, Kickstarter, man kann es natürlich mal probieren. Vielleicht klappt es. Man muss allerdings eine sehr große Reichweite von vornherein schon haben. Es gibt verschiedene Varianten, wie man das erfolgreich hinkriegen kann. Indem man zum Beispiel das Geld sehr niedrig ansetzt, dann hat man relativ schnell die 100%. Dann sehen die Leute, boah, 100% sind erreicht, das muss ein gutes Projekt sein, da finanziere ich auch noch. Oder man braucht halt einfach eine große Marketingmaschinerie drumherum, dass man Mikrocontroller nett oder irgendwo da sich Leute holt, die draufklicken. Der wurde zum Beispiel auch bei Heise mit veröffentlicht, das hat bei Kickstarter nochmal einen guten Start gegeben. Ansonsten hat, glaube ich, Elektor auch irgendwie eine Möglichkeit. Ja, auch da gibt es gewisse Kanäle, die man nutzen kann. Einfach mal dort unser Client- oder Marketing-Team anschubsen. Das wäre auch nochmal eine Idee, dass man es in die Richtung macht. Ansonsten, wenn man ganz kleine Projekte hat und man will so eine Crowdsourcen oder sowas und man will einfach nur für sich selber oder für ein paar andere Leute das machen, glaube ich, hat Eisler nochmal eine Variante. Da war auch was, ja. Wo man Prototypen bestücken kann. Also es gibt genügend Möglichkeiten hier, dass man das machen kann. Du sagtest gerade Prototypen. Hast du viele aufbauen müssen? Oder hat sich lange gedauert von klein kompakt Version 1 bis zum fertigen Produkt zu kommen? Also wie gesagt, ich habe ungefähr 3 Jahre an dem Teil gearbeitet. Einfach weil es immer wieder so Kleinigkeiten gab. Und sei es nur hier oben, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich muss aber hier das Holz hier hinten noch ausschneiden, weil ich hatte es anfangs hier komplett umlaufend. Und wenn es komplett umlaufend ist, Dann kriegt man den Filter nicht raus. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja gut, ich mache das hinten abgeschnitten, dann kann ich runterdrücken und rausnehmen. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich denke mir so, jetzt ist er fertig, dann habe ich 2 Wochen vor mir stehen, benutze den 2 Wochen und nach 2 Wochen denke ich mir, aber das fehlt noch. Und das hat ungefähr über 3 Jahre gedauert, bis ich quasi von der ersten Version, wir sind bei 1.0, bis Version aktuell 1.6, also es hat auf jeden Fall 6 Platinen-Prototypen gegeben, die ich aufbauen musste, damit ich irgendwo war, wo ich gesagt habe, jetzt gefällt es mir. Also schon ein wenig gereift das Ganze. Ein wenig gereift. Das Ganze auch nochmal so, dass ich im Prinzip auch alles von Hand bestückt habe, sei es mit dem Heißluftföhn, sei es mit dem normalen Lötkolben, sei es dann auch, wenn es jetzt Richtung Serie gegangen ist. Ich habe ja die kompletten ersten Serien-Fume-Tractors, also alle über 200, die bisher ausgeliefert wurden, oder wie viel es jetzt sind, habe ich alle wirklich von Hand gerakelt und von Hand mit der Pinzette die Bauteile draufgepackt und habe dann einen kleinen Pizzaofen gehabt mit einer kleinen Regelung dazu und damit habe ich die ganzen Dinger auch gelötet. Das heißt, es war dann schon wirklich viel, viel Liebe und Mühe mit involviert. Es war sehr viel Handarbeit mit dabei, es war sehr viel Mühe und Liebe, also Made with Love in Germany hinten steht nicht ohne Grund drauf. Also es war mir auch wichtig, ich wollte es nicht irgendwie outsourcen, da ich einfach, ich wollte es einfach selber machen. Gut, das heißt, du hast jetzt deine ersten 200 Stück von Hand aufgebaut. Ich gehe auch mal davon aus, dass du die nächsten 200 wahrscheinlich nicht mehr ganz so meditierend und von Hand... Genau, es gibt ja doch auch noch andere Projekte, die ich machen möchte. Von dem her habe ich jetzt nicht so die Zeit, dass ich jetzt alle weiteren noch aufbauen werde. Und wie man jetzt also auch an der aktuellen Videoserie auf YouTube, die gerade jeden Samstag läuft, erkennen kann, habe ich mittlerweile eine Bestückmaschine hier stehen. Der Aufwand an Platinen, die ich benötige, bestückt, ist ja doch enorm. Und so die Handbestückung von den Platinen. Es ist schon etwas zeitintensiv. Der Preis vom Fume-Tractor ist ja nicht nur deswegen, weil ich unbedingt reich werden will, sondern einfach auch, weil wahnsinnig viele Bauteile drauf sind und die von Hand drauf zu klatschen, war so sehr aufwendig. Ich habe heute praktischweise zufällig, überhaupt nicht, no fake fürs Video, Bauteile gekriegt. Und ich hätte jetzt gesagt, wir spannen die Bauteile jetzt mal auf den Feeder auf. Ich habe hier noch 2 Tape-Feeder zur Verfügung. Ich habe hier heute 2 Kondensatoren gekriegt. Die haben mir noch gefehlt gerade für die aktuelle Serie. Ich muss ja gerade wieder einiges bestücken für den Fume-Tractor, da ja auch ihr die jetzt im Shop drin habt und auch die in meinem Shop gerade echt gut laufen, brauche ich einfach wieder neue Platinen. Und aus dem Grund muss ich wieder hier bestücken, brauche neue Bauteile, weil irgendwann gehen die halt auch mal alle. Auch wenn 4.000, 5.000 Stück drauf sind, irgendwann sind es leer. Und ich habe gesagt, ich nehme dich jetzt einfach mal bei der Hand. Wir packen als erstes mal die Bauteile drauf, dass die auf der Maschine sind.
Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie entsteht der Fume Tractor. Das heißt, wir rackeln erstmal die Lötpaste drauf, hauen es dann in die Bestückmaschine rein, schauen, was er macht. Ich erkläre ein bisschen was dazu. Am Ende hauen wir noch die Platine in den Reflow-Ofen und schauen, ob am Ende was Brauchbares rauskommt. Ich zeige da vielleicht sogar auch noch, wie ich es programmiere, was ich da für Testadapter habe, weil jeder Fume Tractor wird ja 100% getestet vor der Auslieferung. Einfach, dass da mal ein bisschen was sieht, wie das läuft, oder? Jo. Was haben wir da auf dem Tisch liegen? Was macht das und was kostet das? Die Bauteile an sich kommen ja in diesen Rollen. Das habe ich ja in diesem einen Samstagsvideo, was auch irgendwann vielleicht verlinkt ist, wenn ich es nicht vergesse. Die Bauteile kommen ja in Rollen. In der Art, da ist sogar Kondensator drin, guck. Ich habe es einen vergessen. Und diese Rollen kann ich jetzt ja nicht so in die Maschine reinschmeißen und sage, hier, hol da die Bauteile raus. Deswegen brauche ich einen sogenannten Tapefeeder. Und in diesem Tapefeeder spannt man die Bauteile ein. Der tut entsprechend immer um eine Position weiter feeden, also weiterreichen das Ganze. Wichtig ist hier erstmal den Kleber runter machen, das vergesse ich relativ oft und das gibt dann richtig viel Probleme. Kosten tut das ganze Ding so rein materialtechnisch, wenn man es jetzt in China direkt kauft, ich sag mal so über den Daumen 60, 70 Dollar, je nachdem wo man es kauft, so um den Dreh zuzüglich zum Versand, der kommt natürlich noch dazu. Und so gesehen eigentlich eine sehr, sehr günstige Alternative, hochpreisige Feeder, die es von allen anderen Herstellern gibt. Ich habe es jetzt ja auf der Produktronika, wo ihr auch wart, gesehen. Die sind natürlich klarerweise, das ist kein Vergleich, die haben da Elektronik drin, die haben da Motoren drin, weiß Gott was für Überwachungen drin. Aber die kosten halt auch schon mal gleich 1000 Euro das Stück. Und ich habe jetzt in meiner Maschine 38 Feeder Platz, das heißt, wenn ich sie voll aufrüsten würde, wäre ich schon mal 38.000 Euro nur für die Feeder los. Das wäre dann ein Irrsinn. So, dann spanne mal das Ganze jetzt einfach mal ein. Dazu packt man die Rolle hinten einfach rein, müssen wir hier einmal durchführen. Das Ganze geht dann hier vorne einmal durch. Wenn ich es ein paar Mal gemacht habe, ich habe es jetzt echt schon oft gemacht, dann geht das richtig fluffig von der Hand. Das Deckband wird einmal hier eingefädelt seitlich. Selbst da haben sie nochmal eine kleine Nase drin, dass man sie da leichter tut mit Einfädeln. Immer, Deckband ist immer so eine Geschichte. Das habe ich mit so vielen Leuten schon geredet. Das ist immer ein Problemfall. Aber ich hatte bisher, also außer mit Einfädeln, weil das immer fuchst, hatte ich bisher noch kein Problem mit dem Deckband. Also mir ist keins gerissen oder sonstiges. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Du hast ja eben so mal Preise genannt für hochtechnisierte, hochautomatisierte Feeder. Mhm. Das ist dann eher so die Kategorie, das, was ein Feeder kostet, kostet dich wahrscheinlich die gesamte Maschine dann. Genau, das ist definitiv, da die Maschine an sich ja sehr günstig ist, weil ich wahrscheinlich am Ende der Videoserie irgendwo mal erzählen und verraten, was ich gesamt dafür bezahlt habe. Aber da bin ich schon jenseits von den Preisen, die hier sonst für gute, teure, große Maschinen genommen werden. Hier hinten das Deckbandrädchen mit einer Vorspannung drauf. Das schreddert das Deckband gleich so ein bisschen, also schneidet es nicht ab und so, aber es durch diese Zahnverzahnung hier wird so ein bisschen gequetscht. Man muss jetzt eh hier erstmal drücken, bis wir zu Bauteilen kommen. Das dauert relativ lang. Wir haben jetzt hier erst die ersten Bauteile. Also man muss jetzt relativ weit drücken, da kann ich quasi alles erklären, was ich erklären will. Das heißt, das, was man jetzt nicht sieht hier vorne, was man kippt, das jetzt hier vorne würden dann die Bauteile langlaufen? Genau, hier vorne laufen die Bauteile lang. Das aktuelle Bauteil, das man nehmen will, wird hier von diesem Bügel gehalten. Mhm. Und wenn ich jetzt der Maschine, oder wenn die Maschine das Bauteil holen will, wird der Pneumatikzylinder betätigt, dann fährt das Metallteil nach hinten, dann liegt das Bauteil frei hier. Das Tool holt sich das Bauteil mit Vakuum und in dem Moment, wo es wegfährt, wird quasi der Metallbügel nach vorne geschoben und gleichzeitig das neue Bauteil mitgeschoben. Es hat den Sinn, dass wenn das nämlich hier vorne sonst wäre, das Zeug, das macht ja nicht so, sondern das Zeug macht ja so. Und das klappert und scheppert und rattert und tut. Und wenn das Bauteil nicht immer geführt werden würde, würde es einfach rumkugeln und rausfallen. Und deswegen, so jetzt kommen auch schon die Kondensatoren hier an. Das Ganze fahren wir jetzt einfach so weit, bis wir den ersten Kondensator sehen. So, jetzt ist er da an der Stelle. Mhm. Und jetzt wird das Ganze eingespannt. Das Trägerband kommt hier unten schön raus. Und das Deckband, wie gesagt, das wird so ein bisschen, nicht geschreddert, aber halt so zusammen,
gewutzelt, dass das halt nicht mehr so glatt runterläuft, sondern so ein bisschen krause ist, dann brauchst du nicht so viel Platz. Das ringelt sich dann irgendwann ein und so. Dann ist es quasi platzsparender. So, und der Fieder wird jetzt dann schon mal in die Maschine reinkommen. Also man sieht jetzt ja hier schon mal die ganzen Fieder, die drin sind. Also ich habe hier LEDs und ganz viele Kondensatoren, auch für andere Baugruppen schon hier drin. Da, wo das Deckband zu kurz ist, ziehe ich es halt von Hand nach, weil das ist dann halt so. Wir haben jetzt noch genau einen Platz hier vorne frei. Und da packen wir jetzt mal unseren Fieder rein. Es geht ganz einfach, der rastet vorne ein. Der hat ja diesen Stift vorne. Hat hinten den Stift mit der Übergabe und diese Kniehebelmechanik, die ich ja im Video gezeigt habe, rastet hier ein und somit ist der Fieder hier drin. Wir müssen nur noch einlernen, dass die Position auch korrekt übernommen wird und dann können wir eigentlich mit der Bestückung, wenn wir die Platine gerakelt haben, schon loslegen. Also wir haben jetzt ja die Fieder drin soweit. Jetzt müssen wir die Fieder natürlich auch noch der Maschine beibringen. Wir haben jetzt hier Fieder Nummer 1, da ist schon mal eine Position standardmäßig eingeladen vom Hersteller. Wenn ich auf End klicke, dann fährt er die Position hier an. Man sieht jetzt, die passt nicht 100%. Jetzt kann man mit Open das Fiederteil öffnen und jetzt kann ich hier nochmal feinjustieren. Da fahre ich quasi ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach oben, dass ich quasi mittig in dieser Kavität von dem Tape mit drin bin und sage dann Capture, dann übernimmt er das. Mache es immer nochmal zu. Das ist auch gut, man kann mal erkennen, die Teile würden sonst wirklich rumfliegen, weil es relativ schnell geht mit dem Druckluft. Also die 0805er fallen normalerweise schön nach hinten irgendwann ab. Wenn es ein SO8 oder so ist, kann es schon mal passieren, dass sie der verklemmt. Weil der, wenn der quer drin liegt und den willst du hinten runter bewegen, kann es schon sein, dass er irgendwo reinfrisst. Also verbogen ist er auf jeden Fall, wenn es ihn hinten irgendwo runterfrisst. Ich mache es immer noch ein zweites Mal zur Sicherheit. In dem Fall kann ich jetzt nochmal einen Tick nach unten. Einfach, dass ich halt 2-3 Mal getestet habe, ob es funktioniert. Hier geht mal ein, was drin ist. C, wir haben hier 820 Picofarad. Aber das heißt, du verlierst beim Einladen noch mal 3 oder 4 Bauteile? Ich verliere maximal 3 oder 4 Bauteile. Wenn ich jetzt, ich will einfach, dass die Bauteile schon da liegen. Ich könnte natürlich jetzt vorher schon aufhören mit drücken, dass ich quasi noch leere Taschen hätte. Dann könnte ich auch mit leeren Taschen einlernen, weil ich gehe auf die Mitte von der Tasche. Das heißt, da würde ich mal die Bauteile sparen. Dann würde das auch, aber das mache ich beim SO8 oder bei einem teuren Bauteil mache ich das so. Bei einem 0,1 Cent Bauteil wie im Kondensator mache ich das Ganze natürlich nicht. Dann gehen wir das Ganze auf Speichern. Dann hat man die Maschine jetzt soweit eingelernt. Das FumeTractor-Programm habe ich ja schon von den vorherigen Serien drin. Dann würde ich sagen, legen wir mal mit dem Rakeln los. Zeige ich nochmal, wie professionell ich das Zeug rakle. Und dann gehen wir Stück für Stück alles durch. So, also jetzt sind wir an unserem ersten Prozessschritt, den wir machen müssen. Und zwar Paste auftragen auf unsere Platine. Jetzt sieht das Ganze so aus, dass man normalerweise, habe ich ja auch in dem einen Video gezeigt, ich so einen großen Rahmen habe, wo die Lötpastenschablone drauf ist. Hast du bestimmt auch für den FumeTractor mitbestellt? Habe ich, gibt es für die nächste Version vom FumeTractor bestimmt auch, aber aktuell habe ich noch eine ganz konventionelle Schablone, so wie man die auch zum Beispiel bei PCBW mitbestellen kann, die ich noch nicht mal wirklich sauber gemacht habe beim letzten Löten, sehe ich gerade. In der Größe. Und jetzt habe ich das Problem, die kriege ich jetzt so in der Art nicht eingespannt im Rahmen. Und da mache ich es seit eh und je schon so. Und ich habe das auch mit den ersten hunderten FumeTractors schon so gemacht, die ich von Hand bestückt habe. Gibt es einen kleinen Trick, und zwar nehme ich einfach irgendwelche anderen Platinen und dann klebt man die mit Tesa einfach irgendwo hin an den Tisch. In dem Fall geht das ganz gut. Man hat hier einen Anschlag, hier den 90 Grad relativ leicht erreicht. Desto größer die Platine, desto besser geht es meistens. Und dann klebe ich das Ganze hier mit Tesa oder auch für österreichische Zuschauer mit Tixo, klebe ich das Ganze hier einfach fest. Ich klebe also quasi einmal die Platinen untereinander fest, klebe die Platinen irgendwie lieblos auf den Tisch, damit es halt einfach hält und nicht großartig verrutschen kann am Ende. Aber das heißt, die letzten 200 Stück von den Platinen hast du alle einzeln von Hand rakeln müssen? Genau, alle einzeln von Hand rakeln. Aber wie du gleich sehen wirst, das geht wirklich easy. Also man braucht sie da, wenn man mal selber daheim irgendwas mit Reflow probieren will oder mit Pastenschablone probieren will, das geht wirklich absolut problemlos. Ich zeige jetzt mal wie. Ich packe quasi das alles mit Tesa hier hin. Habe jetzt hier einen Anschlag, dass die Platine schön immer gleich drin liegt, auch die anderen Platinen. Und dann schiebe ich mit einer Platine immer die so ein bisschen ins Eck rein. Weil wenn ich jetzt hier oben rum mache, dann rutscht die weg, dann passt es wieder nicht. Und dann schiebt man die einfach so hin, dass das passt, soweit grob mal. Und dann gebe ich meistens schon mal einen Klebestreifen oben auf die Schablone drauf, ohne das festzukleben, weil meistens, wenn ich dann das nachträglich mache, dann irgendwas verrutscht immer.
das Glück habe ich. Dann gibt man quasi die Schablone einfach so drauf, dass das da genau mit den Pads zusammenpasst. Jetzt bei dem 0,5er QFN und so, die jetzt da beim Filmtrack da drin sind, muss man da schon ein bisschen fein justieren und da sich schon ein paar Sekunden mehr Zeit lassen wie bei einer 0815 Platine, die ich sonst zum Teil habe, wo halt ein SO8 drauf ist. Da spielt das keine Rolle, wenn das ein bisschen verschoben ist. Und dann streiche ich das hier oben fest und habe hier die Pastenmarker richtig schön ausgerichtet. Kann das nach oben wegklappen, kann die Platine unten reinlegen, klapp's hin, sehe, das passt, hole dann die Lötpaste, streiche einmal drüber, klapp's wieder hoch, nehme die gerackelte Platine weg, pack die nächste hin, streiche wieder drüber und so geht das Ganze. Ich habe jetzt hier irgendeine Lötpaste, ich kenne mich nicht genau aus mit dem Zeug, ich habe einfach eine bestellt, die mir gefallen hat. Warst du nicht erst auf einer Messe, wo man sich hätte über sowas informieren können? Ja, aber das kann ich mir eh nicht merken. Und die ist jetzt schon etwas zäh gewesen, mittlerweile ist sie wieder fluffiger. Ich habe die mit ein bisschen Flussmittel aufgerührt nochmal, weil einfach die nach und nach verdampft das Flussmittel natürlich. Es ist ja irgendwie Isopropanol oder was die dann im Flussmittel drin haben. Und auch wenn die Lötpaste im Kühlschrank permanent gelagert wird bei mir, irgendwann dampft es einfach aus und dann funktioniert es nicht mehr so gut. So, und jetzt sieht man hier relativ gut, dass ich die Pads schön ausgerichtet habe und jetzt spachtel ich einfach die Lötpaste hier drüber. Weil man kann da zwei- oder dreimal drüber fahren, wenn irgendwo noch ein Loch nicht exakt zu wäre oder so, aber das passt jetzt schon, sieht schon gut aus. Klappt man das Ganze nach oben und schon hat man die Lötpaste auf den ganzen Pads drauf. Und jetzt nehme ich die Platine weg, kann die nächste Platine wieder hinpacken, rackle wieder drüber und so mache ich das einfach Stück für Stück. Also wir haben jetzt ja die Platine hier mit der Paste versorgt und jetzt kann man die einfach hier in die Maschine einlegen. Das hat so eine gefederte Vorrichtung, da kann man das schön reinlegen und dann rastet das ein. Ich habe hier seitlich noch einen Anschlag, wo ich die Platine hinschiebe, damit es grob passt. Der macht jetzt dann gleich, wenn er loslegt, eine Bildverarbeitung. Ich habe ihm zwei Bildpunkte eingelernt, damit er weiß, wo die Platine liegt, weil die liegt jetzt ja irgendwie drin, die könnte hier einen Millimeter weiter links oder rechts liegen. Deswegen macht er eine Bildverarbeitung, damit er das dann auch anpassen kann. Wir haben jetzt die Bauteile alle eingelernt, haben die Feeder eingestellt, können jetzt grundsätzlich mit allem loslegen. Ich lege jetzt mal mit Step los, einfach, dass wir nach und nach uns alles angucken können. Also man sieht jetzt hier beim ersten Schritt, dass er die Bildverarbeitungsmerkmale macht. Er platziert die Platine passend, dass er weiß, wo die Bauteile hinkommen und holt sich jetzt die Bauteile. Kann jetzt hier Step für Step durchgehen. Er holt sich vier Bauteile gleichzeitig, vermisst alle vier Bauteile mit den vier Kameras gleichzeitig. Dann sieht man hier quasi die Drehlage von den Bauteilen. Und jetzt platziert er alle vier Bauteile auf die Platine. Das wäre jetzt so der erste Schritt, das drücke ich mal auf Stopp. Jetzt hätte er quasi das Ganze gemacht, das Ganze jetzt mit 50% Geschwindigkeit. Und jetzt lassen wir das einfach mal mit dem normalen Run, also ohne Step, mit 50% Geschwindigkeit durchlaufen. Und wenn er fertig ist, dann hauen wir in den Ofen rein und schauen, was passiert. Da kommt natürlich die Frage, warum nur 50%? 50% liegt daran, dass ich noch einen zu schlechten Tisch drunter habe und dass das Ding wackelt wie ein Orchkatzelschwurf im Wind, weil einfach der Tisch, also das Ganze ist noch nicht stabil genug. Da muss ich noch was machen, deswegen nur 50% Geschwindigkeit, abgesehen davon, hätten wir ja keinen Stress mit Arbeite. Also jetzt mal einen ganz normalen Run. Er weiß jetzt, er hat schon Bauteile bestückt, er fragt mich, soll er da weitermachen oder soll er von vorne anfangen? Ich sage, ich mache hier weiter. Dann vermisst er nochmal die Platine und klatscht hier jetzt einfach Bauteil für Bauteil drauf. Die holt er sich schön raus. Den dicken Kondensator hat er jetzt extrem verdreht drauf gehabt, weil er den irgendwie so verdreht von der Spule gekriegt hat. Hat er aber korrigiert, wie man sehen kann, hat er den auch richtig drin liegen. Ich gehe jetzt nochmal auf Step. Nochmal auf Stopp. Wir können uns jetzt auch, wie gesagt, der Kondensator, der war sehr verdreht drin, die können wir uns jetzt auch nochmal anschauen, die Bauteile. Er hat ihn so gut wie komplett auskorrigiert, wie man hier erkennen kann. Man könnte also hier jetzt nochmal reinschauen, hat er irgendwo einen Fehler gemacht, ist irgendwas nicht richtig platziert. Die LED zum Beispiel, die Side-LED, die hat mich sehr viel Arbeit gekostet, weil die schon sehr mühsam ist. Aber so im Großen und Ganzen, wie man hier erkennen kann, passt die Bauteilposition schon so, wie sie sein soll. Gut, dann lassen wir den jetzt hier weiterlaufen. Und wenn er dann fertig ist, sehen wir uns wieder am Ofen.
So, wir haben jetzt die komplette Platine auf der Maschine bestückt. Da muss man so ein bisschen aufpassen, weil jetzt die Bauteile nur mit der Lötpaste halten. Das hält schon ganz gut, aber man muss einfach darauf achten, weil wenn man die jetzt runterfallen lässt, fallen ja die Bauteile runter. Bevor wir jetzt mit Löten loslegen, müssen wir allerdings noch hier unseren Schlauch anschließen. Das Löten macht schon sehr unangenehme Gerüche. Ich habe hier einen Aktivkohlefilter, damit man der einfach diese Gerüche hier rausholt. Ich lege die Platine schon mal hier aufs Förderband drauf. Ein kleines Metallförderband. Du darfst jetzt den Lötofen schon mal einschalten. Auf den On-Knopf drücken, genau. Und jetzt lassen wir das Ganze mal vorheizen und lassen die Platine durchlaufen und schauen uns dann an, wie sie am Ende wieder rausfällt. Also, die Platine ist jetzt aus dem Ofen raus. Komplett gelötet, man kann auch erkennen, die ganzen Pads sind schön silbern. Die hat hier hinten nochmal eine Abkühlphase, dass man es dann noch anfassen kann, weil sonst hat man einfach das Problem, dass das Ding heiß ist und man sich die Finger verbrennt. Ich weiß nicht, ob man das weiß, aber ich bin da sehr talentiert mit meinen Finger verbrennen oder verätzen oder so. Von dem her kommt die hier hinten raus. Ich habe hier hinten nochmal so ein Alublech einfach hingelegt, damit sie nicht auf dem Holz runterrutscht. Kommt im Prinzip unterm Strich raus, ist fertig gelötet. Ich höre es am Geräusch, Platine fertig, kann hingehen, kann die holen. Und jetzt geht's zum letzten Schritt von dem Ganzen. Wir testen und programmieren die Platine. Da sagtest du, du hast noch so ein paar interessante Adapter für konstruiert. Da habe ich einen Adapter und den schauen wir uns jetzt mal an. Also das wäre jetzt hier mein Test- und Programmier- oder Programmier- und Testaufbau. Ich habe da quasi eine komplett eigene Platine dafür gemacht, mit hier gefederten Goldkontakten. Und wer einen Filmtrack da hat vielleicht schon mal drunter geguckt. Es befinden sich auf der Unterseite auch ganz viele so Goldpunkte, was wahrscheinlich schon einige Leute gefragt haben, was hat dann da für eine Kunst verbrochen, der Hajo? Das sind quasi die Testpunkte, wo der Programmieradapter und der Testadapter aufgreift. So wird es auch in der Regel in der Praxis auch alles immer erledigt. Programmiert das Ganze über einen Atmel Eis, oder wie das Ding heißt, oder? Genau. Der wird quasi hier über den Reset-Pin auf die Platine geführt. Ich habe hier nochmal eine kleine Testhardware drauf mit so einem digitalen Multimeter und der Ein-Ausschalt-Taste, damit ich dann einfach danach sehe, gehen die 12 Volt und so weiter. Ich stecke also die Platine jeweils komplett an. Jede Platine wird also eingesteckt bei mir hier, damit ich auch sehe, ob USB und alles funktioniert. Dann halte ich die hier mit dem Schrauben hier geführt auf den Adapter. Ich sehe hier unten gehen schon mal die Lichter an. Er hat jetzt 4,5 Volt, weil er einfach der Hub gerade nicht mehr hergibt. Und dann habe ich ein Batch-Skript, das lasse ich dann durchlaufen. Das Ding wird 1:1 programmiert und ich kann am Ende, wenn er fertig ist mit Programmieren, über die Taste gucken, kommen 12 Volt an. Die 12 Volt werden auch hier nochmal mit drei Widerständen, also mit 1 Ampere belastet. Der Fume-Track, der braucht ungefähr 500 mA von den 12 Volt. Ich belaste mit dem doppelten Strom, um auf jeden Fall auf Nummer sicher zu gehen, dass das auch alles funktioniert, so wie es soll. Genau, dann wäre das Ding fertig, kommt in die Papiertüten rein, Etikette drauf, in den Karton rein und kann auch schon zum Kunden verschickt werden. Es ist schon ein ganzes Ende Arbeit, das da drin steckt. Ja, also ich meine, wenn man das jetzt in China fertigen lassen wird, dann wird das sicher deutlich weniger Arbeit sein. Aber ich mache das dann einfach gern. Ich finde, man hat so eine gewisse Wertschätzung dem Produkt gegenüber. Und von dem her denke ich mal, ist das nicht so verkehrt, wenn man es im Haus macht. Und es ist einfach ein schönes Produkt. Ich verkaufe es gerne. Ich finde es selber einfach ein tolles Produkt. Von dem her muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja okay, wenn eine Arbeit drinsteckt. Und du hast diesen Testadapter nicht nur für die reine Basisplatine? Genau, die Testadapter habe ich nicht nur für die Basisplatine. Ich habe mir hier so einen kleinen Koffer zurechtgelegt, weil ich bin ja bekanntlich ein wenig unordentlich. Und wenn ich den Koffer nicht hätte, hätte ich schon wieder alles verloren, die Dinger. Ich habe diese Testadapter auch hier für einen USB-Charge-Add-on, wo quasi alles getestet wird. Funktioniert die Ladung, funktioniert I²C, funktionieren die I.O.-Pins entsprechend. Kann das hier über diese Nadeladapter komplett die Platine einfach aufstecken, sehe über USB, kommuniziert, sehe auch, er lädt jetzt mit 500 mA oder so, also das geht bei dem komplett. Und ich habe das Ganze auf das WPC-Board mit Nadeladaptern, mit Umschaltung, USB-Charge und WPC-Charge, mit den Debug-LEDs dazu und auf der Unterseite ein komplett ausgeschlachtetes WPC-Ladeboard mit einer Spule, die damit komplett rein verklebt wurde. Und damit kann er wirklich real testen, lädt das Ding über Wireless oder nicht. Was man eben wahrscheinlich im Video noch nicht ganz gut gesehen hat, die Pins sind unterschiedlich lang. Das heißt, die Pins hier sind unterschiedlich lang, weil ich im Prinzip damit simuliere, dass quasi erst die Platine eine Spannung kriegt und simuliert dann quasi dieses
jetzt wird die Spule hingehalten und jetzt fängt er an zu laden. Das mache ich über diese unterschiedliche Länge von den Pins. Das sind ja drei Platinen übereinander, weil das sind halt so Testadapter für diese hochwertigen Industrietester, die es gibt. Und da gibt es einen Standard und deswegen sind die so lang. Hier habe ich noch so kurze drauf auf dem Programmierboard, aber die kosten so ein Vermögen, die kurzen SMD-Dinger, dass ich einfach jetzt zu denen gewechselt bin. Das heißt, man weiß am Ende des Tages, jede Platine, die ausgeliefert wird, hat einmal wirklich im Haus einen 100%-Test durchlaufen. Genau, jede Platine hat definitiv einen 100%-Test durchlaufen. Allein deswegen schon, außer jemand kriegt eine Platine, weil es mal durch die Finger gerutscht ist, aber dann ist da auch keine Software drauf. Also das wird man relativ schnell feststellen, wenn das hier nicht diesen Prozess durchlaufen hätte. Das war es eigentlich zum Filmtrack. Da hast du sonst noch irgendwelche Fragen noch im Nachhinein, jetzt wo die Bestückung und alles gesehen hast? Ja, du hattest ja mal erwähnt, es wird wohl eine Version 2 geben. Ich bin jetzt schon mal gerade an der Version 1.6.1 dran, weil die Platinen langsam ausgehen. Die wird aber rein eine Optimierung für die Bestückmaschine sein, dass ich die quasi im Nutzen kriege, dass mehrere nebeneinander sind. Mhm. Da ändert sich sonst nichts. Es wird irgendwann eine Version 2 geben. Da bin ich mir noch unsicher, was ich alles draufpacke. Ich werde vermutlich, da der Trend ja gerade in die Richtung geht, Richtung USB Typ C gehen bei der Version 2.0. Was sonst noch so reinkommt, bin ja natürlich auch gern auf Kundenfeedback angewiesen, was die Kunden sagen, was sie gerne hätten. Aktuell habe ich noch kein Kundenfeedback, also im Sinne von, das fehlt, sondern die Kunden geben nur Feedback im Sinne von, boah, cool, genauso muss sein. Also von dem her bin ich da, glaube ich, grob in der richtigen Richtung unterwegs. Dann erstmal vielen Dank für diese kleine kurze Führung. Ja, gern geschehen. Ich hoffe, ich habe dir ein paar Infos geben können dazu. Ich hoffe, die Zuschauer haben auch ein bisschen Gaudi gehabt mit dem, was wir so gesehen haben. Bin mal sehr zuversichtlich. Wird wahrscheinlich ein sehr langes Video werden. Ich bin mal neugierig, wie lange wir es mal zusammenschneiden müssen. Ja, von dem her vielen Dank für deinen Besuch hier bei mir mal wieder. Ja, wo wir da waren, vielen Dank, dass wir wieder vorbeigucken durften. Und dann mal auf zu dem nächsten Video. In dem Sinne, bis bald. Ciao. Also, das heißt, es war wirklich dann anstrengend. Nochmal von vorne den Satz bitte. Ja, man reinkustet. Das heißt, es war dann. Jetzt muss ich mal meinen Zettel holen, weil jetzt kommen wir eigentlich zu dem Satz, wo wir dann rübergehen zum Bestücker, oder? Hätte ich gesagt? So langsam, weil ich würde dich nämlich jetzt fragen, ja, und du hast jetzt die ersten 200 verkauft und das, ne, wird ja mit den Kampagnen immer mehr und. Wo habe ich jetzt meinen Zettel? Das weiß ich nicht. Da. Begraben. Du machst eine Überleitung, den Satzanfang und zu Ende bringen? Genau, ich mache den Satz komplett, weil dann. Klingt so authentisch, wenn ich es dann zusammenschneide, dann kann ich es schneiden, wo man will. Das Ganze, aber das ist halt einfach so. Passt dazu vom Bild her? Ja, perfekt. Und jetzt spachtel ich einfach die Lötpaste hier drüber. Jetzt mache ich mal einen Cut und mache von dieser Nahaufnahme. Das klingt ja komisch. X-Achse Soft Limit. Aber cool, oder? Wie das Ding läuft. Ich habe jetzt alle Hacken reingemacht beim Edit und er wollte sie 27 oben holen. Und wahrscheinlich will er halt noch vorher noch andere Widerstände holen, schätze ich mal. Und dann wird er quasi mit dem ganz linken Tool, nee, er wird jetzt die 227 umholen, genau. Und wird es mit dem ersten Tool holen, kommt aber nicht so weit rechts, dass er hier mit dem ersten Tool hinkommt. Sagt er, dann sagt er X-Limit. Ich bin nicht drauf! Ja, kann ich ja nichts für. Ganz schön schief, was ich mir gerade mache. Das ist ja schwindelig, wenn du das guckst. Bis bald! Ciao! Cool. Was für ein überhaupt nicht gestelltes, gammeliges Ende.